So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return on Trip. Wait, One-Way Trip. So, dann machen wir gleich an der gleichen Stelle, also wir machen gleich weiter an der Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. So. Sen? Oh nein, ich bin wieder zurück im anderen Zug. Saki, was geht hier vor sich? Wo sind wir? Ich weiß nicht, ob wo die richtige Frage ist. Lass mich rein, wir finden es heraus. Das kann ich nicht, die Tür klemmt. Oder sie ist von der anderen Seite verschlossen. Du musst mich hier rausholen, Saki. Der Hausmeister scheint die Schlüssel zu haben. Ich sehe mal, ob ich sie von ihm bekomme. Mein Gott, beeil dich, Saki. Ich habe komische Sachen gesehen. Ich bin sofort wieder da. Okay, sofort. Hausmeister. Wo ist der Hausmeister? Wie kannst du es wagen? Nach allem, was ich für dich getan habe. Nein, Madame, Sie verstehen das falsch. Tue ich das? Ihr Flittchen seid doch alle gleich. Du willst dir bloß einen sensiblen, reichen Mann wie mein Sohn schnappen. Bitte, Madame, ich meine es ernst mit ihm. Ich... Beruhigen Sie sich doch, Madame. Ich hole Dr. Clark. Mach dir keine Mühe. Du arbeitest nicht mehr für mich. Hiermit bist du entlassen. Madame, nein, ich... Verschwinde, du Hure. Wir sind noch nicht fertig, Frau Morris. Oh nein, wir sind mit Sicherheit noch nicht fertig, du alte Hexe. Wir werden ja schon sehen, was dein Sohn dazu sagt. Telefon. Oh, da brennt die Luft. Entschuldigung. Ich habe mich ausgesperrt. Könnten Sie die Tür öffnen? Verzeihung, Sir. Der Schaffner hat die Schlüssel bei sich. Aber wie komme ich denn wieder in mein Abteil? Ich kann doch nicht die ganze Fahrt lang hier sitzen und Soba essen. Der Schaffner befindet sich hinten im Zug. Ich werde die Schlüssel sofort holen. Bitte entschuldigen Sie die Umstände. Ich habe mich ja schließlich selbst ausgesperrt. Alles meine eigene Schuld. Na dann, watschen wir dem mal hinterher. Oh. Oh, hallo, meine Geisterfreundin. Hi, alles okay, Kleine? Ich habe dir doch gesagt, dass ich Ayumi heiße. Sorry, Ayumi, was ist denn los? Ich habe schon wieder eine Puppe verloren. Obwohl es eigentlich gar keine Puppe war und wirklich verloren habe ich sie auch nicht. Ich weiß nicht so genau, was du meinst, Ayumi. Ich habe den Jungen mein Bunraku-Puppe gezeigt und er war einfach, naja, ein Junge. Also habe ich sie bei ihm gelassen. Aber jetzt will ich sie zurückhaben. Ich bin mir sicher, wenn du ihn nett fragst. Nein! Du musst sie für mich holen. Bitte, sei eine liebe Geisterfreundin und hol mir meine Puppe. Den doofen Jungen will ich nie wiedersehen. Klar. Klar. Ich werde es versuchen. Wo ist er denn? Er ist bei seiner Mama im Wagen hinter uns. Gut, Ayumi. Mach dir keine Sorgen. Ich krieg das schon hin. Da würde ich nicht reingehen. Die alte Frau da drin riecht komisch. Hey, das ist mein Zimmer. Raus mit dir. Ist das diese Puppe? Eine große, kompliziert aussehende Puppe, die nicht aussieht, als würde sie das Spiel des Jungen heil überstehen. Jo, Buddy. Wusch, sieh nur, Mutter. Es ist der fliegende Samurai.
Sei nicht so laut. Der Gentleman versucht sich zu konzentrieren. Wurscht! Das Fenster hat sich gerade ganz komisch bewegt. War das, weil ich jetzt hier so reingeswiped bin? Ja, genau. Das war so. Hier, da ist der Junge. Ich glaube, die Melodie stimmt, aber das Klavier funktioniert nicht richtig. Vielleicht ist es verstummt. Ein kleines Spielzeugklavier, auf dem der Junge seine Melodien komponiert hat. Untersuche die Oberseite des Klaviers. Etwas glänzt in dem kleinen Klavier. Guck mal, warte. Guck mal, ich habe eine Rose von dir. Nee, habe ich doch nicht. Gut. Der Schaffner. Was soll das heißen? Ich muss in den Speisewagen gehen, wenn ich einen Tee will. Dort servieren wir die Speisen, Madame. Aha, der Schaffner. Und er hat den Schlüsselbund. Schenken Sie sich die, Madame. Das hier ist doch ein Luxusausflug. Und Luxus heißt, dass Sachen, die ich möchte, zu mir kommen und nicht andersrum. Selbstverständlich, Madame. Natürlich. Ich bringe Ihnen sofort den Tee. Na, endlich! Entschuldigung. Oh nein, er hält den Schlüsselbund fest. Ich muss ihn dazu bringen, ihn loszulassen, wenn ich den Schlüssel will. Wie bringe ich ihn nur dazu, die Schlüssel herzugeben? Er scheint ziemlich scheu zu sein. Vielleicht kann ich ihn so erschrecken, dass er sie fallen lässt. Ich sollte mich umsehen, ob ich etwas Passendes dafür finde. Die Zeichnung eines Kindes flattert hindurch. Hübsches Klavier. Eine traurige Melodie öffnet sein Herz. Und Herzen enthalten den Schlüssel. Vielleicht könnte ich ja im Schrank mich verstecken. Nein. Aber vielleicht könnte ich hier was mit dem Klavier machen. Nee, okay. Und du gibst mir auch noch nicht die Puppe. Nein, okay. Gut, dann müssen wir erst den Hausmeister irgendwie fertig machen. Keine Sorge, Mädchen, wir kriegen deine Püppchen. Warte, zurück. Es ist verschlossen, okay. Habe ich noch einen Schlüssel? Oder was ist das? Sakis Geschenk an Sinn. Er wird brennend heiß, wenn seltsame Dinge in der Nähe sind. Okay. Hier ist nichts außer etwas eleganter riechender Müll. Das ist das Zimmer. Ich sollte mich beeilen, den Schlüssel zu besorgen. Durch die Tür klingt ein keuchendes Husten. Das klingt aber gar nicht gut. Ich sollte mich beeilen und den Schlüssel besorgen. Ich habe keine Zeit, mich mit anderen Zimmer zu kümmern. Okay. Okay. Hier ist Sand drin, wa? Der Hausmeister ist wahrscheinlich in einer anderen Richtung. Wir kommen doch gerade von da. Der Schaffner scheint sehr unorganisiert zu sein. Ich hoffe, er hat die Schlüssel nicht verloren. Hat er schon nicht. Der hält sie ja immer noch fest. Griff fehlt immer noch. Ja, ich hätte ja gedacht, vielleicht irgendwas hier machen. So wie ein Springteufel, weißt du?
Nein, ist gut. Ja, fahren wir denn durch Sirup? Die Fahrt hätte keine 2 Stunden mehr dauern sollen. Es fühlt sich also an, als säße ich schon ewig in diesem Zug. Oh, du alte Schachtel. So, jetzt habe ich kurz einen Hänger. Ich habe mit allen geredet. Nicht so laut. Wie bringe ich sie nur dazu, die Puppe zurückzulassen? Oder zumindest für ein paar Sekunden aus den Augen? Du machst das nicht richtig. Du willst doch nicht, dass sie kaputt geht, oder? Aber wie komme ich an die Puppe heran? Ich könnte sie bewegen und sie dadurch erschrecken. Oder ich könnte sie ablenken. Ich schätze, ich versuche es mit Erschrecken. Wenn man schon ein Geist ist, sollte man sich vermutlich auch manchmal so verhalten. Huch! Sieh nur, was du getan hast. Du hast sie kaputt gemacht. Aber Mama, das war ich nicht. Verzeihung, Madame. Aber ich versuche hier zu arbeiten und ihr lieber Sohn hat mich schon mehrfach gestört. Verzeihung, guter Sir. Schon vergeben, aber ich befürchte, ich muss nun mit meiner Arbeit fortfahren. Ich behalte das fürs Erste und gebe es zurück, wenn ich fertig bin. Selbstverständlich. Aber Mama, Abst. Bitte fahren Sie fort. Mein Junge wird Sie nicht mehr stören. Vielen Dank, Madame. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Du bist wirklich eine Nervensäge, junger Mann. Was wird das Mädchen nun sagen, dass du ihr Spielzeug kaputt gemacht hast? Wir haben kein Geld, ihr ein neues zu kaufen. Aber ich... Kein Wort mehr. Das hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich mir den Körper der Puppe von den Jungen holen und den Kopf von dem jungen Mann. Außerdem brauche ich immer noch den Schlüssel des Schaffners, um Sinn rauszuholen. Eine große kompliziert aus einer Puppe, der Kopf fehlt. Wie bringe ich sie nur dazu, die Puppe zurückzulassen? Oder zumindest ein paar Minuten aus der Augen. Jetzt kann ich mit dem dummen Ding nicht mal mehr spielen, weil es kaputt ist. Okay. Ich glaube, die Melodie stimmt, aber das Klavier funktioniert nicht. Achso. Huch, hab ich mich jetzt erschrocken. Der Papa. Was will denn der jetzt? Naichi, mach es! Du bist eine Schande! Hä? Vater, was bedeutet das? Sei doch nicht so laut. Wir sind ja nicht allein im Wagen. Wage es ja nicht, mir den Mund zu verbieten, Junge. Das ist mein Zug. Ich kann dich aus meinem Zug werfen, wenn ich das will. Vater, bitte, du kommst gerade richtig. Deine kleine Dienstmagd. Kiyo? Das stimmt es also. Nun, sie hat deiner Mutter von deinem schmutzigen kleinen Geheimnis erzählt. Das hätten sie fast umgebracht. Mutter? Du kommst sofort mit, Sohn. Wir werden das klären, wir drei. Selbstverständlich, Vater, ich hole nur mein Klavier. Lass es! Wir sind in einem Zug, da wird niemand dein verdammtes Klavier stehlen. Geh schon, Junge, los! Ich sag dir los, Junge! Bissiger Vater, richtig bissiger Vater. Der Familie hat das Geld definitiv kein Glück gebracht. Was ist denn, Mutter? Sei leise und spiele weiter mit diesem komischen, kopflosen Puppending. Der arme Junge und das Mädchen, die beiden tun mir leid. Ein kleines Spitzerklavier, auf dem Junge seine Melodie komponiert hat.
Was für ein niedliches kleines Klavier. Mutter, hast du das Klavier auch gehört? Warum meinst du, das Klavier spielt von allein? Ich wusste nicht, dass es das kann. Ich auch nicht. Sieht wie ein normales Spielzeugklavier aus. Können wir es uns ansehen, Mutter? Bitte. Na gut, meinetwegen. Aber fass es nichts an. Es sei denn, du willst Ärger mit dem Vater des jungen Mannes. Das mache ich nicht, Mutter. Ich sehe es mir nur aus der Entfernung an. Na gut, dann gehen wir dorthin. Das ist meine Chance. Ha, ich weiß. Das funktioniert nicht. Mir ist langweilig. Gehen wir wieder zu unseren Sitzen zurück. Die Puppe war hier, als wir unser Klavier angesehen haben. Vielleicht hat das Mädchen sie zurückgeholt. Ja, vielleicht. Oh, das Klavier, wenn ich mir schon wieder angucke, irgendwelche Tasten eintippsen. Oh, nee. Aber gucke mal, Mädel, ich habe schon mal im Kopf. Halt, da lang. Dudeli, dudelei, dudelum, dum, dum, dudelum, dum, 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 dum. Guck mal, ich habe immerhin den Puppenkörper. Hat der Junge sie kaputt gemacht? Wo ist denn der Kopf? Sie braucht einen Kopf? Du hast gesagt, du würdest mir meine Puppe bringen. Doch nicht nur die Hälfte. Nun beruhige dich doch. Ich finde den jungen Mann schon, der den Kopf der Puppe hatte. Keine Angst. Okay. Dann... Was ist hier passiert? Oh. Da ist der gut aussehende Hausmeister. Weint er etwa? Ich habe sie verloren. Ihr Herz gehört einem anderen. Aber ich habe doch alles versucht, sie glücklich zu machen. Ohne ihre Liebe weiß ich einfach nicht, wie ich weiterleben kann. Sollen sie uns doch mit ihren Bomben vernichten. Wow, der war echt stinkig. Was für ein Chaos er hier hinterlassen hat. Und er hat noch nicht einmal den Mülleimer verschlossen, weil er mit den Gedanken woanders war. Ah, so viel Müll. Hey, was ist das? Tagebuch, Seite 2. Es war meines Lebens Licht. Doch das Licht ist nun gedämpft. War er wirklich je mein Licht oder nur ein Sonnenfleck? Ich brauche mehr als nur Licht. Ich brauche Flammen. Jemand Neues, der die Glut nähren kann, die in mir schwellt. Und er wird mir gehören, bevor unsere Reise endet. Kein Wunder, dass er so erregt war. Er hat gemerkt, dass er seine Frau verliert. Und vielleicht mehr als das. Ein großer, offener Müllbehälter und hier. Dieser ganze Müll auf dem Boden, er muss echt sauer gewesen sein. Hey, was ist das? Telegramm. Die Staffel nähert sich. Stopp! Notfallvorbereitungen treffen. Stopp! Ruhe bewahren, stopp. Oh nein, hat er versucht, dieses Telegramm zu verstecken? Ich muss es sofort dem Schaffner geben. Und wo ist der Schaffner? Wo kommt dieses Telegramm her? Staffel? Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich muss dem Maschinisten Bescheid sagen. Seinen Schlüsselbund verloren. Abteilschlüssel. Nur ein Schlüssel. Ich hoffe, der öffnet Sins Raum. Das wäre zu einfach, Mädel. Was? Super Sparpaket. Errungenschaft freigeschalten? Für was denn? Wird schon seine Gründe haben. Ich hab den Schlüssel, Sinn. Schnell, Saki. Es hat nicht funktioniert. Kannst du mich hier nicht endlich rausholen? Ich versuche es ja. Ich besorge den richtigen Schlüssel. Er muss doch hier irgendwo sein. Und ich muss immer noch den Teil von Ayumis Puppe besorgen, den der Junge vorhin mitgenommen hat. Vielleicht finde ich ihn in seinem Zimmer. Das wiederum war Raum 1. Sehen wir uns das an.
Ein Notenblatt mit einer kurzen Melodie. Dreieck, Kreis, Dreieck, Viereck, Stern, Kreis, Dreieck. Okay, Moment, das notiere ich mir schnell. Jo, notiert? Was für eine wunderschöne Melodie, aber sie ist so traurig. Ein handgeschriebener Haiku. Trauriges Haiku. Unser Berg der Liebe ist nur tiefste Klippe geworden. Er ist zur tiefsten Klippe geworden. Unsere Herzen stürzen ab. Sieht so aus, als wollte der junge Mann eine traurige Melodie zu diesem Gedicht komponieren. Hey, der Kopf der Ayumi-Puppe fehlt. Ich habe gesehen, wie der Junge sie vorhin mitnahm. Wo könnte er sie nur sein? Huch! Schnell, bevor dich jemand sieht. Oh, Kyo, warum hast du das getan? Damit könnte jetzt alles ruiniert sein. Ach was, liebst du mich etwa nicht mehr, weil ich deiner Mutter von unserer Beziehung erzählt habe? Natürlich nicht, so meinte ich das nicht. Was ist denn dann ruiniert? Was du getan hast, es hat alles noch schwieriger gemacht. Nein, Aichi, du bist es, der alles schwieriger macht. Wenn du schon nicht für dich selbst einstehst, dann stehe für mich ein, für uns. Das werde ich, aber jetzt nicht. Du schaffst das und das wirst du auch. Du marschierst jetzt zurück und... Ich habe zugestimmt, dich nie wiederzusehen. Du hast... Was? Nimm das zurück, Aichi, nimm das zurück. Das werde ich, aber nicht jetzt. Wenn wir erst in Kyoto sind und etwas Gras über die Sache gewachsen ist, dann... Du musst dich entscheiden, Aichi, deine Eltern oder ich. Glaub mir, Aichi Morris, wenn du dich nicht bald entscheidest, gibt es kein Kyoto für uns. Kyo. Der hat immer noch nicht den Kopf hier gelassen. Die beiden haben große Probleme. Ich aber auch. Ich muss den Schlüssel finden, um Sen zu befreien. Und ich muss Ayumi die Puppe heil zurückbringen. Ich sollte lieber zurück in den hinteren Teil des Zugs gehen. Dort finde ich sicher, wonach ich suche. Lieb gerne, das machen wir aber in der nächsten Folge, meine Freunde. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr so sein sollte, dann lasst mir lieb gerne ein Däumchen da. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.